willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ihr Lieben. Viel Spaß mit diesem Video. Damit habe ich einen coolen Look geschminkt bei Instagram heute. Dazu ist ein Blush benutzt. Für die Lippen. Damit habe ich das verrieben. Damit zusammen für die Backen. Und das habe ich auf die Augen gemacht. Ich finde es so, so schön, dezent. Ich habe heute mal wieder diesen Mascara benutzt. Den mag ich auch sehr. Ja. Ich habe meine Haare geglättet. Ich werde gleich mit meinem E-Bike fahren, da hole ich euch ein bisschen mit. Zeige euch nochmal die Natur. Meine neue Schuhe habe ich heute mal erst einmal an. Hier sind eigentlich Rehe, jetzt halt weiter weg, leider. Hallo. Gehst du hin?
Ist auch ein Apfel. Tschüss, meine Freunde. Ich muss los. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder zu euch. Auf jeden Fall. Irgendwie komme ich nicht los von euch. Ihr seid alle zuckersüß. Alle seid ihr zuckersüß. Besonders, ihr alle seid besonders zuckersüß. Haut ab. Salat. Heute mit dem Zucchini. So, DM. Das habe ich mir geholt für die Haare. Hatte ich bei meiner Freundin benutzt, bei meiner besten Freundin, und das hat so gut. Nahm ich noch mit, diese süßen Ringe da. Will ich euch zeigen, wie ich sie anziehe. Und diese Muschel. Seht euch mal an, süß eingepackt, goldig. Da habe ich süß umgezogen, auch so süß aus. Bist auch so süß angezogen. So sitzen. Du bist ja ganz nackig, du Liebe. Du kriegst dir gleich nochmal was angezogen und Spielzeug habt ihr über Nacht gebunkert. Und den Hund bei euch behalten. So, so. Jetzt gibt's Frühstück. Auch auf Frühstück. Die hat auch ein süßes Kleidchen an. Sie hat sich das ausgesucht mit der süßen Kette. Das anziehen sieht er nicht süß aus mit seinem Hosennäpfchen. Ist so süß, die beiden. Die Mama Redinger, die süße Kette. Und der kleine Redinger hat so einen süßen Mund und Augen. Sieht so süß aus. Mal dich um, Lenachen, meine süße Lena. Die Lena, jetzt werde ich mich gleich umziehen. Jetzt bin ich dran. So süß, süßen Mäuse. Pipis gerne an und aus. Tada, für alle. Jetzt Ham, Ham. Hier das wieder alles da rein. Ich muss das irgendwann mal richtig sortieren. Das werde ich auch noch machen. Damit habe ich mich heute geschminkt. Mit dieser süßen Palette. Ihr könnt bei Facebook gucken. Habe ich auch in meine Story gemacht bei Facebook. Diese Mascara benutzt und diesen Lipgloss von Aldi. Und was ich sehr gerne benutze, sind diese Pads da, die sind feucht von BB. Und wenn ihr mal euch ein bisschen verschminkt habt, ich zeige es euch, dann benutze ich das ganz gerne, ein bisschen sauber zu machen. Ja, das wollte ich euch zeigen. Und so sieht mein fertiger Look aus. Ich zeige euch gleich mein Outfit im Ganzen. Heute trage ich diese Kette. Meine Nägel mache ich heute neu bei Instagram. Zeige ich euch dann später. Ihr könnt das auch bei Instagram gucken. Und das sind meine Ohrringe, die ich heute trage. Meine Schminke heute trage ich so. Zeige euch mein Outfit im Ganzen. Diese Armbinde habe ich wieder angezogen. Die hatte ich gestern auch an. Die sind so süß. So ein Muschelarmband ist mir leider kaputt gegangen, aber das kann ich mir selber reparieren. Und gleich zeige ich euch mein Outfit im Ganzen. Ein guter Duft darf es auch sein. Mein Liebling. Frisch geduscht. Bin ich
Ja. Da habe ich mich eingecremt. Also was ich euch als Tipp gebe, ganz weit weg von Klamotten lassen, weil es macht eklige Flecken. Ich glaube, die gehen auch nicht richtig mehr raus. Das ist nur ein kleiner Tipp. Wie ihr das machen möchtet, könnt ihr machen, wie ihr wollt. So ein kleiner Tipp in die Haare, so in die Spitzen. Bisschen Öl. Also im Ganzen mache ich es nicht, weil ich finde, das fettet ganz eklig. Ich mag das nicht, wenn die Haare fettig aussehen. Finde ich ekelhaft. Und dann benutze ich heute mal diesen guten Geruch. Von Action. Keine Werbung. Von denen habe ich zwei verschiedene. Direkt auf dem Platz. Dann ist wieder alles auf dem Platz, wo es hingehört. Liegt nichts rum. Habe ich so am liebsten. Also mein kleiner süßer Spiegel. Es ist voll am Regnen. Ich gleich mal mein Outfit im Ganzen. Ich habe diese neue Muschel in den Haaren, zeige ich euch gerade. Die Muschel in den Haaren sehen. Das trage ich heute. Diese Radlerhose ist neu. Dieses Oberteil. Kette ist so einigermaßen neu. Ich mache hier so geschnitzeltes mit Champignons und Paprikasoße. Und der Gurkensalat ist fertig. Paprika und Zwiebel da reingemacht, zum Schluss die Soße rein. Sehr schmeckig. Die Nudeln habe ich jetzt angestellt. Das ist ein bisschen zu kochen, das Gewürz würde ich schon. Die Soße ist fertig, ich habe noch ein bisschen Rotwein reingemacht. Die Nudeln kochen, weil ich finde das immer so lecker mit einer Rotweinsoße. Guten Appetit.